Eins, zwei. Oh, das sind sogar insgesamt drei Stück. Da können wir nachher überall mal hingehen. Wir machen nachher auch noch eine, so eine kleine Inselerkundung werden wir auch noch machen. So, jetzt brauchen wir nur noch diesen. Da hinten sind sie. So, wie weit die weg sind, weiß ich nicht genau, aber... So. Lädt das auch unsere Energie auf? Ja. So, jetzt wächst es wieder nach. Ein bisschen mehr Energie gekriegt, das ist ganz gut. Oder wir machen das noch besser, genau. Wir machen das ganz anders. Perfekt. Wir brauchen doch da auch ein bisschen. Ja, warum nicht? Nice. So, wir lassen das Feuer da stehen. Weil da können die nicht durch. Das geht nicht. Wenn die da durchgehen, ja, dann sehen sie, wie sie brennen. Und die brennen dann aber richtig. Was wir jetzt noch bauen könnten und was ich auch noch bauen will, ist so eine kleine Aussichtsplattform. Müssen wir mal gucken, wo die ist. Die Boote gehen jetzt auch, aber die sind wirklich, wie soll man sagen, nicht zu gebrauchen. Gar nicht zu gebrauchen, wirklich nicht. So. Vier Stück. Und fünf Äste. Wir müssen auch mal schauen. Oh, guck mal, da ist sogar noch ein Balken. What the fuck, wie viele Köpfe sind hier? Oh, zwei Köpfe. Die sind hier vorne irgendwo. Die kommen immer näher. So, einen davon. Eine Birne. Wir haben noch eine Birne. Wir sollten unbedingt den Kopf da vorne holen. Wo war der Kopf? Wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf? Da ist der Kopf. Keine Ahnung, wie die Körperteile hierher kommen, aber ich nehme den Kopf dankend mit. Es hört sich vor so an, als wenn es draußen auch so wirklich regnet. So. Und wieder ein. Was ich auch gesehen habe, die Einwohner markieren immer irgendwas. Also es gibt so Stämme, die die aufstellen. Die sind dann ziemlich hoch. Ich weiß aber nicht genau, wofür das ist. Ich weiß nur, dass sie damit irgendwas markieren. Also ich glaube sogar ihr Territorium oder sowas. Ich zeige euch das später mal. So. Ah, so ein bisschen Kribbeln hat man schon, wenn man sich dann umdreht zum Holzhacken. Jetzt ist nämlich manchmal auf einmal jemand hinter dir und dann, ne? Hat man den Salat? Ein Schlag noch. Noch einer. Letzter Schlag. Nice. Oh, kipp doch zur Base. Das ist so doof. Ja, und die fliegen jetzt in die Lüfte. Oh mein Gott. So.
zwei noch. Da ist einer. Oh ja, da ist er. Oh Mama. In unserer Base, du Arsch. Au. Und sie haben uns wieder gefunden, liebe Freunde. Wir machen mal... Wir legen mal schnell ein Häschen auf den Ofen. Ich habe nämlich Hunger. Das Ding ist, das sind drei Leute draußen oder mehrere, das heißt Köpfe. Sind die hin? So, full of energy. Ah, da ist einer gestorben. Das ist blöd, ne, wenn man ins Feuer läuft, mein Freund. Für nur deinen Kopf. Deine zwei Köpfe. Okay, einer liegt noch da. Einer ist noch da. Wir müssen noch einen Kopf holen. Wo ist der Eierkopf? Blind? Da. Oder? Nö. What the fuck? Genau deswegen. Seht ihr, Freunde, haben wir das Feuer. Weil wenn die Eingeborenen dann kommen und dann sterben einige von denen, dann sind die ganz schnell wieder weg. Weil die dann vor irgendwas Panik kriegen. Vor was genau, weiß ich nicht. Aber sie kriegen definitiv Panik. Die haben irgendwie keinen Bock darauf. Deswegen schauen wir mal, dass wir unsere Base jetzt mal fertig kriegen. Warum hacke ich Holz? Ah ja, genau. So. Das hier ist fertig. So, die Aussichtsplattform muss natürlich noch durch eine Treppe erreicht werden. So, 5. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei, vier. Schade, hier liegt nirgendwo einer mehr rum. So, dann haben wir davon was. Sorry, Kleiner, aber wir brauchen das. Was wir hier machen ist... Genau, das hier. Das hauen wir mal hier hin. Dafür brauchen wir 16. Wir können mal genau 8 nehmen. So, wir pflanzen nochmal neue Sachen. Oh, da ist sogar noch eine andere Pflanze gewachsen mit. Da kann man sich dann immer... Es kommt immer darauf an, was man aufgehoben hat. Man kann das leider nicht aussuchen, was man da pflanzen will. Noch nicht. Ich sage noch nicht mit der Betonung auf, das mit dem Garten und so, das wird bestimmt nochmal geändert, dass da ein bisschen mehr geht. 7.
So, 8. Super duper. So. Jetzt haben wir den Lockholder auch. Oh, das Feuer ist aus. Das muss unbedingt an. Das muss an sein. Das ist lebenswichtig. So, alle Feuer nochmal wieder ein bisschen anfachen. Wir brauchen noch ein Holz. Das heißt, wir werden noch einen Baum fällen und dann werden wir einfach das Holz, was da rauskommt, der Rest, den packen wir dann mal in den Lockholder. So. Das ist ein toter Baum, der hier vorne links steht, glaube ich. Das sind diese Bäume, die man nicht fällen kann. Davon gibt es ab und zu mal welche. Könnte ein Backbaum sein oder was weiß ich. So. Anmachen. So, die Treppe, das ist scheiße. Das hier setzt sich immer sehr, sehr weit runter. So, wie macht man das nochmal? Ich glaube, hier rangehen und dann C drücken. Aber das funktioniert, glaube ich, gar nicht. Funktioniert gerade nicht. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert oder funktionieren will. Oh, nice. Wir haben aus Versehen wieder uns eingeschmiert mit Modder. Das ist cool, das ist cool. Normalerweise drückt man an dem Ding C. Und dann geht das. Nur der will wohl nicht. Whatever. Müssen wir die dreimal hier. Feuer ist wieder ausgegangen. Ah, es ist immer ein bisschen doof. Feuer ist hier auch ausgegangen. Das ist, glaube ich, wegen dem Dauerregen. Oh, sogar das Feuer in der Mitte. Die draußen, das brennt noch. Hier muss man öfter mal rangehen und schauen, ob man hier was anklicken kann, damit was wächst. Aber nein, da braucht man bis jetzt nichts machen. Hier ist auch ausgegangen. So. Das ist ja doof. Schade. Das hat funktioniert. Nach dem neuen Update geht es jetzt leider, glaube ich, doch nicht mehr. Schade. Vielleicht haben sie da wieder was kaputt gemacht beim Patchen. Das kann ja sein. So. Bisschen seitlich gehen, dann kann man hier hoch. Und jetzt können wir nämlich hier oben stehen. Und von hier alles super dufte beobachten. Was hier so passiert. Ob da draußen irgendjemand ist. Wir müssten mal schauen, was wir noch bauen könnten. Ja, das große Haus brauchen wir eigentlich nicht. Wir können das hier nochmal nehmen. Oh fuck. Jetzt haben wir das Ding dahingestellt.